Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Ja, moin moin, herzlich willkommen, hier ist der allerneueste Sprechplanet. Mein Name ist natürlich Julian Schlichting und ich habe mich langsam dran gewöhnt. Heute haben wir den 16. Februar 2013 und gleich haben wir einen Gast, der von euch so oft vorgeschlagen wurde, wie kaum ein zweiter oder kaum eine zweite, muss man wirklich sagen. Aber das Hörbuch, das sie letztes Jahr eingesprochen hat, ist ja auch mehr als populär. Shades of Grey, die Stimme Merete Brettschneider, ist gleich bei mir am Telefon und ich werde mit ihr sprechen über ihren Beruf und über dieses Buch, über dieses Hörbuch, über das ganz Deutschland und nicht nur Deutschland spricht. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück und jetzt haben wir Merete Brettschneider an unserem Telefon. Hallo. Hallo, guten Morgen. Es ist so, dass ein Interview mit Ihnen von vielen unserer Hörer vorgeschlagen wurde. Wurden Sie auch schon mal im Laufe Ihrer Karriere nur anhand der Stimme erkannt? Nicht von fremden Personen, nein. Also ich wurde zumindest nie darauf angesprochen. Aber es ist natürlich so, dass Bekannte oder Freunde von mir mich dann ab und zu gehört haben durch Zufall im Fernsehen. Ah ja, okay. Ja. Das, ja. Dass Sie sagen, oh, das ist ja die Merete. Genau, ja. Das hast du doch gesprochen. Genau. Kommt das bei Ihnen auch vor, dass Sie sich selber erkennen und merken, ach ja, das habe ich ja auch gemacht? Ja. Ja, das kommt auch vor. Aber es ist auch manchmal so, dass ich fremde Stimmen höre, beziehungsweise Stimmen, die meiner sehr ähnlich klingen und dann denke, Mensch, das hätte doch auch ich machen können. Und das klingt ja meiner Stimme sehr ähnlich. Ja, ja. Ja, klar, aber ich habe natürlich auch meine Stimme schon häufig erkannt an Wahnsinn. Freue ich mich immer drüber. Wie ist es denn generell zu dieser Berufskombination Schauspielerin, Synchronsprecherin, Hörbuch und Hörspielstimme? Wie ist das entstanden? Was hat Sie bewogen, in diese Richtung zu gehen? Also der Wunsch entstand bei mir schon sehr früh, zur Schulzeit. Und ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Letztendlich bin ich das ja nur über Umwege geworden und eigentlich auch mehr Sprecherin als Schauspielerin. Ich habe mich dann, weil ich auch verschiedene Interessen habe, ich hatte auch immer, habe immer sehr gerne gezeichnet und war handwerklich tätig und konnte mich lange Zeit nicht entscheiden. Und den ausschlaggebenden Ratschlag habe ich dann von meinen Eltern bekommen, die meinten, ganz klassisch, mach doch was Vernünftiges. Ja, ja. Und dann habe ich mich erst für ein Grafikstudium entschieden. Aber auch schon kreativ, ne? Genau, ja, das liegt ja häufig ganz nah beieinander, ne? Das ist ja bei vielen Künstlern, sag ich mal so, dass sie vieles können, was ja, mit dem Ausdrücken von Gefühlen zu tun hat. Das hat ja bei Zeichnen spielt ja auch eine große Rolle beim Zeichnen. Ja, klar, ja. Beim Handwerk, ja, beim kreativen Handwerk. Und dann habe ich diese Ausbildung fertig gemacht, war aber schon währenddessen so ein bisschen unglücklich darüber, weil es ja heutzutage als Grafikerin eigentlich nur noch über den Computer, also man arbeitet nur noch mit dem Computer, fast nur noch. Und das ist nicht so mein Medium gewesen. Und dann habe ich einfach mich immer währenddessen, während ich als Grafikerin arbeitete, immer doch in Richtung Musik, Schauspiel und so weiter orientiert und habe mich sehr danach gesehnt und habe dann irgendwann gedacht, so jetzt oder nie. Und damals war ich schon zu alt für die Schauspielschule, also für die staatliche zumindest. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich das jetzt so versuchen und habe mich bei einigen Castings beworben oder habe mitgemacht über eine Agentur auch und habe dann tatsächlich den einen oder anderen kleinen Schauspieljob ergattert. Und dann kam recht schnell das Sprechen dazu, und zwar über meine Schwägerin. Die ist Cutterin, arbeitet für Film und Fernsehen und die hatte einige Formate für junge Fernsehsender geschnitten und die brauchten noch eine Stimme, eine junge Stimme. Und da hatte sie mich gefragt, ob ich da nicht Lust zu hätte, ob ich das gerne machen würde. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und habe die Chance ergriffen. Und die haben das dann auch genommen, meine Stimme genommen. Und so fing das dann an. Das heißt auch? Ich bin mit einem Bekannten zum Studio Hamburg gegangen und habe mich da vorgestellt. Und ja. Das heißt auch, für den klassischen Weg waren Sie schon zu alt, sagen Sie? Wie ist denn da die Höchstgrenze für so eine staatliche Schauspielschule? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war 26. Ah ja. Ich glaube, es war 26, genau. Trotzdem haben Sie es dann so gut geschafft. Würden Sie gerne auch mehr vor der Kamera stehen? Sie haben ja auch einige Schauspielrollen, aber letztendlich
Ist das die Hauptarbeit jetzt ja die Stimmenarbeit geworden, ne? Genau. ja, ich würde schon gerne mal wieder schauspielen. Ich habe jetzt gerade was gemacht für ein neues Fernseh-Comedy-Format für den NDR. Da hatte ich eine Gastrolle. Mhm. Das kommt jetzt auch im Frühjahr auf Sendung. Und aber ich liebe das Sprechen sehr. Also man kann sich so sehr auf dieses eine konzentrieren, eben auf das Sprechen, und muss sich nicht um die ganzen vielen anderen Sachen kümmern, die beim Dreh ja wichtig sind, im Fernsehen, beim Schauspiel. Dass man natürlich den Text auswendig lernen muss vorher, dass man bestimmte Positionen einhält am Set, und da kommt so vieles drumherum dazu, eben auch die Optik. Das macht es auch sehr anstrengend, finde ich, für mich. Und das Sprechen, ja, das konzentriert sich eben nur auf die Stimme, und alles andere drumherum kann man vergessen. Mhm. Und das finde ich sehr schön. Das liegt mir sehr, und das macht mir ganz viel Spaß. Mhm. Mhm. Was waren denn so die schönsten Geschichten, die Sie sprechen durften, wo Sie auch am meisten gelernt haben am Anfang? Wo ich am meisten gelernt habe? Meine erste Serie. Aha. Meine erste Kinderserie. Da habe ich ja letztendlich das Synchronsprechen gelernt. Ich habe vorher immer nur Mengtakes, damit spricht man ja, fängt man ja an als Sprecher meistens, wenn man nicht irgendwie schon ein großer, bekannter Schauspieler ist, ja. Um überhaupt die ganze Abfolge kennenzulernen. Mhm. Und ich hatte dann irgendwann mein erstes Casting recht schnell und habe die Rolle auch bekommen, und da habe ich vielleicht gerade mal 2 Monate oder sowas, vor 2 Monaten angefangen überhaupt, als Sprecherin zu arbeiten. Also hat sich diese Mühe zu sagen, okay, ich versuche was Neues, auch wenn ich eigentlich schon zu alt bin, ich gehe jetzt mal zu freien Agenturen, hat sich das alles gelohnt, und Sie haben nie gedacht, Mann, hätte ich das mal gelassen? Um Gottes Willen, nein. Im Gegenteil, ich habe gedacht, warum habe ich das nicht schon früher versucht? Aber das ist halt tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, ja. Dass viele Leute denken, ach, ich bin schon zu alt, ich schaffe das auf dem herkömmlichen Wege nicht, und versuchen es dann nicht. Und das ist, also davon kann ich nur abraten, zu schnell aufzugeben. Mhm. Also ich würde auch jetzt noch wieder was Neues anfangen können, weil ich weiß, es funktioniert, es geht. Mhm. War es denn wichtig, zumindest so eine finanzielle Basis zu haben? Oder haben Sie trotzdem parallel, gerade am Anfang, noch nebenbei in Ihrem alten Job gearbeitet? Genau. Okay. Das habe ich gemacht, und nur dadurch konnte ich mir das natürlich auch leisten. Ja, ja. Ich hatte eine sichere Basis, die ich auch reduzieren musste dann natürlich, weil man als Sprecher auch sehr spontan sein muss. Aber ich war als Grafikerin immer selbstständig. Ich habe immer frei gearbeitet. Aha, okay. Und war nie fest angestellt, und dadurch konnte ich das machen. Mhm. Und konnten dann auch die Termine dementsprechend koordinieren. Genau. Und das hat sich ja alles gelohnt. Jetzt sind Sie seit letztem Jahr sehr, sehr bekannt geworden als die Stimme von Shades of Grey. Ja. Die 3 Hörbücher auch in Deutschland, alle wahnsinnig erfolgreich, alle 3. Wussten Sie im Vorfeld schon viel über den Inhalt dieser Serie, dieser Geschichte, als das kam? Ich habe mich natürlich informiert. Mhm. Ich habe die Bücher aber vorher nicht gelesen. Ich habe mich nur übers Internet schlau gemacht. Natürlich wusste ich, worum es ging. Ja. Und wusste auch, dass es ja im Ausland schon wahnsinnig erfolgreich war. Ja, ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das in Deutschland auch so, so ein Hype wird, habe ich nicht. Trotzdem wurden relativ schnell alle 3 Hörbücher auch produziert mit Ihnen, ne? Das war ja innerhalb von wenigen Monaten war das alles auf dem Markt. Genau. Fans sagen auch, man sollte es lieber hören als lesen, weil nur durch Ihre Stimme man wirklich in Anna Steeles Welt eintauchen kann. Gab es Vorgaben, wie Sie das sprechen sollen, wie das klingen sollte? Wenige, ganz wenige. Nee, eigentlich so gut wie gar nicht. Also der Verlag kannte meine Stimme ja schon, deswegen haben sie mich ja auch ausgesucht und haben das eigentlich so ziemlich mir und dem Regisseur überlassen. Der Regisseur und ich haben kurz drüber gesprochen, aber vieles ergibt sich natürlich auch aus dem Buch heraus, das Alter, die Personen, die Persönlichkeit. Und man liest das Buch natürlich auch vorher immer einmal durch und denkt sich da rein. Und ich habe einfach angefangen. Eingesetzt und habe angefangen. Und am Anfang war das ein bisschen schwierig, weil der Inhalt des Buches ja auch ein bisschen pikanter ist. Und da war es gerade für den Regisseur, glaube ich, auch manchmal schwierig, da reinzugehen
in Liebesszenen und da ganz nüchterne Kommentare zuzugeben. Er wusste ja auch nicht, wie ich dann darauf reagiere. Und für mich andererseits war es natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig. Ich sitze da zwar in so einem dunklen Kämmerchen allein, aber da sitzen dann immer mindestens zwei Menschen, die mithören und jedes kleinste Geräusch hören. Und das ist natürlich, wenn man so einen Inhalt hat, schwierig. Mhm. Also ja, ich hatte ein bisschen Bammel am Anfang, wie das rüberkommt und wie die darauf reagieren, wie das Zusammenarbeiten sein wird. Aber es war letztendlich ganz professionell, unkompliziert. Ja, wir haben auch Spaß dabei gehabt. Was sich wahrscheinlich viele gar nicht so vorstellen können, wie funktioniert das denn direkt? Haben Sie da wirklich einen ganzen Text vor sich oder machen Sie einzelne Sätze oder einzelne Kapitel? Und wie lange dauert das, bis man, sagen wir mal, so ein halbes Buch zumindest schon mal fertig hat? Oh, da muss ich jetzt rechnen. Ja, ungefähr. Also wir haben ein Band in circa, wie viele Tage haben wir gebraucht? 9 Tage, glaube ich. Aha. Und man nimmt ungefähr, also reine Aufnahmezeit sind 4 Stunden am Tag. Ah, das ist schon Pausen dazwischen. Ist aber schon viel, ne? Ist schon anstrengend, ist oder? Ist sehr viel, ist ja anstrengend, ja. und also man liest einfach, oder ich lese dann immer einfach so lange, bis ich merke, meine Konzentration lässt nach. Und oder ja, wenn man Hunger hat oder mal auf Klo muss, macht man natürlich auch eine Pause. Aber ja, es ist meistens, irgendwann lässt die Konzentration nach oder die Stimme wird rau. Ja, ja. Dann macht man eine kurze Pause. Was ich mir besonders schwierig vorstellen muss, dass Sie ja auch alles sehr, sehr intensiv betonen. Ich habe jetzt auch einiges davon angehört und Sie schauspielern das ja auch zum Teil. Ne? Sie geben auch den verschiedenen Figuren so ein bisschen eine andere Stimmlage und ja, seufzen auch und geben dem Ganzen sehr viel Gefühl und sehr viel Betonung. Das ist doch nochmal eine ganze Ecke anders, als wenn man es einfach vorliest, ne? Ja, klar. Das war auch, da wusste ich auch am Anfang nicht so genau, oder beziehungsweise das war am Anfang schwierig, da das richtige Gefühl für zu finden, dass man nicht zu viel macht, was ja auch bei so Liebesszenen auch daneben gehen kann, ne? Das war schwierig, aber ich hatte ja einen sehr guten Regisseur und einmal beim zweiten Band eine Regisseurin dabei, die halt mit mir darauf geachtet haben. Weil wenn man da so drin ist in dieser Szene, dann merkt man das vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ja, so, ne? Und da hat, aber das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass da wirklich jemand sitzt und aufpasst und sich das mit anhört. Und ansonsten ist es halt auch mein Stil, da vielleicht so hineinzugehen in das Buch. Das tun andere vielleicht nicht so sehr, andere wiederum natürlich auch, aber... Welcher Band hat Ihnen am besten gefallen? Also im ersten, da bandeln die ja so ein bisschen an, im zweiten geht es mehr um die Vergangenheit von Christian und im dritten sind sie verheiratet. Finden Sie das eine runde Geschichte und was hat Ihnen da am meisten gefallen? Also welcher Band oder was? Ja, überhaupt, ja genau. Welche Story? Ich fand den ersten und den dritten Teil am besten. Bei dem zweiten Teil habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es überbrückt so ein bisschen vom ersten in den dritten. Und ich fand halt interessant bei dieser ganzen Geschichte doch die extreme Wandlung der beiden Personen. Und das konzentriert sich natürlich hauptsächlich auf den ersten und den dritten Teil. Finden Sie es denn eigentlich schade, dass der Ruf dieses Buches so sehr auf das Thema Sex bezogen ist, weil letztendlich, es macht zwar einen Teil aus, aber es ist ja auch viel mehr eine Liebesgeschichte, eine Erfahrung von einer Frau, es ist auch eine Entführung dabei, das ist ja noch sehr viel mehr. Ja, aber vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen darauf angelegt, ne? Und es verkauft natürlich gut. Ja, so ist das gut einfach. Ne? Und wenn man so ein Buch vermarkten will, dann tut man das über Sex. Und es ist ja auch ein großer Bestandteil dieses Buches. Und das... unterscheidet es ja auch von anderen normalen Liebes- oder anderen Liebesgeschichten. Normal ist die Liebesgeschichte ja nicht, aber ja, ist ja so, ne? Ist ja eine extremere Angelegenheit. Und ich denke, das unterscheidet das Buch von anderen Büchern und das macht es auch aus. Und deshalb ist es irgendwie auch ein großer Bestandteil vom Lesen und Zuhören. Und ansonsten, ich finde, dass diese Liebesbeziehung, diese Geschichte, die beiden zusammenführt, eigentlich tatsächlich ein ganz interessantes Thema ist. So, und dass da so offen gar nicht oder so offen nicht drüber gesprochen wird. Deshalb, ja,
Ja, hat Ihnen denn dieser Erfolg, dieser wahnsinnige Erfolg, muss man wirklich nochmal sagen, auch für Ihre Karriere jetzt, das Hörbuch gibt es ja jetzt ja noch nicht Ewigkeiten, letztes Jahr ist es erschienen, hat Ihnen das auch nochmal einen großen Schub gegeben, was die Popularität und auch das Auftragsbuch angeht? Nee, würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich merke momentan noch nicht so viel davon. Es läuft gut, lief es aber vorher auch schon und natürlich habe ich jetzt mehr Popularität, man kennt meinen Namen, aber ich glaube, das kommt vielleicht auch noch. Ja, ja. Kann ich jetzt so nicht sagen, nee, eigentlich hat das jetzt keine so große Auswirkung. Ja. Sie haben ja auch schon viele, viele andere Geschichten gesprochen, auch für Kinder und für Jugendliche, freche Mädchen, das ist auch so eine Hörreihe. Ja, genau. Ist es da nochmal eine ganz andere Arbeit für Kinder zu sprechen? Muss man sich da ein bisschen einfacher oder ein bisschen subtiler randenken an die Themen oder sprechen Sie das so ähnlich ein? Nee, ich spreche das schon. Also ich versuche mich tatsächlich immer sehr in die Person hineinzudenken und versuche das aus der Person heraus zu sprechen. Mhm. Und ich meine, jeder hat irgendwie ja, also bei mir ist es zumindest so, ich kann eigentlich alle Altersklassen auch, die ich erlebt habe oder an die ich mich erinnern kann, also alle bis jetzt, die sind immer noch in mir drin und die kann ich auch, wenn ich möchte, wieder herausholen. Also wenn ich jetzt eine 13-Jährige spreche, die ich ja mal war, dann erinnere ich mich an die Zeit und fühle da hinein und deshalb fällt es mir dann auch leicht, ein junges Mädchen zu sprechen. Sind Sie denn kritisch mit sich selber? Hören Sie sich das am Ende nochmal an, wenigstens Teile daraus, oder vertrauen Sie darauf, was die Leute um Sie herum sagen? Ich vertraue darauf. Ich höre es mir hinterher nicht mehr an, denn dann ist es ja auch schon aufgenommen und zu spät, also dann kann ich ja auch selber keine Änderung mehr vornehmen. Ja, richtig. Ja. Aber ich bin währenddessen immer sehr kritisch. Also ich halte auch häufig, selbst wenn der Regisseur nichts gesagt hat, halte ich selber häufig an und korrigiere mich oder fang an, darüber zu diskutieren, wie man das vielleicht noch anders oder besser machen könnte. Also ich bin sehr kritisch. Ist es denn so, dass Sie privat, wenn Sie ein Buch, den Inhalt eines Buches erfahren wollen, es eher selbst lesen, oder sind Sie inzwischen auch dazu übergegangen, auch privat selber im Auto durchaus mal was zu hören? Ich mache beides gerne. Es sind beides völlig verschiedene Arten, ein Buch aufzunehmen, finde ich. Also zum Entspannen zum Beispiel am Wochenende oder sowas auf dem Sofa, lese ich gerne. Und tatsächlich höre ich dann gerne im Auto, weil ich viel Auto fahre. Und mir das dann auch die Zeit vertreibt und auch sehr viel Spaß bringt. Ja, so geht's mir auch. So manchen Umweg habe ich dadurch schon in Kauf genommen. Man freut sich dann richtig aufs Autofahren, man freut sich dann auch auf den nächsten Stau oder Ja. Okay, welche Wünsche haben Sie denn für dieses Jahr? Das ist ja noch relativ jung, jetzt haben wir ein Zwölftel rum von 2013. Haben Sie irgendwelche Pläne oder irgendwas, wo Sie sagen, das ist das, was jetzt noch kommt? Ja, ich möchte gerne wieder Live-Musik machen. Das habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr. Und da muss ich ein paar Leute zusammentrommeln. Das ist zeitlich immer ein bisschen knapp gewesen, aber ich hoffe, ich schaffe das dieses Jahr. Okay. Viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, Frau Wertschneider. Sehr gerne. Für das Gespräch und alles, alles Liebe weiterhin. Ja? Dankeschön. Ja, nach so einem schönen Interview wie dem hier, was wir gerade gehabt haben mit Merete Brettschneider, sehr sympathisch und erfrischend war es irgendwie, so früh am Morgen, kann das ja nur ein gutes Wochenende werden. Außer es schneit wieder bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja nun mal beheimatet bin. Seit 3 Jahren hat es vorgestern geschneit. Ich kann diesen Häppchenwinter nicht mehr sonderlich gut ertragen. Das geht mir wirklich nicht an die Nieren, das geht mir richtig auch ans Herz. Ich werde langsam verzweifelt, ich möchte wieder gutes Wetter haben und ich bin ein bisschen sommersüchtig jetzt inzwischen, glaube ich. Also das wird mir einfach zu komisch. Ich habe auch nichts gegen den Winter, aber das hier, das ist, kaum ist es weggetaut, kommt es wieder volle Breitseite zurück. Dieses Schneegestöber. Naja, wollen wir uns nicht beklagen. Aber ich wünsche euch jetzt 2 Sachen. Nicht nur ein schönes Wochenende, das wünsche ich ja immer. Das brauche ich ja gar nicht mehr sagen. Das lassen wir mal wegkommen. Das sagen wir gar nicht mehr großartig. Ich wünsche euch vor allem schönes Wetter. Denn das ist auch sehr viel wert dafür, dass es nämlich ein schönes Wochenende wird. Außer ihr treibt euch im Battle.net von World of Warcraft rum.
Da ist ja immer passendes Wetter. Gehe ich von aus. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedenes Wetter, oder? Das macht ja sonst alles keinen Sinn, sonst wäre das ja alles an den Haaren herbeigezogen. Das ist doch alles top realistisch da, da gehe ich von aus. Vielen Dank für heute. Nächste Woche Samstag geht's weiter und das wird auch ein super Gespräch. Nehme ich einfach mal vorweg. Bisschen Druck muss ich mir jetzt auch mal selbst machen, aber nach so vielen Interviews kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen. Das wird bestimmt top. Das wird spitze nächste Woche. Da haben wir Sebastian Niklaus hier am Telefon. Er veröffentlicht in Kürze sein erstes Album physisch. Da kann man es auch im Handel kaufen. Bislang war es nur als Download erhältlich. Das klingt kompliziert. So gut habe ich es jetzt auch nicht erklärt. Er wird es nächste Woche noch mal ein bisschen besser machen, wenn er mit mir an meinem kleinen Telefonapparat zu sprechen versucht und es wahrscheinlich auch tut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Gutes Wetter. Und vielen Dank für das ganze Feedback, das wir in den letzten Wochen erhalten haben. Es ist irre. Ich glaube, da hat irgendjemand an der Werbekurbel gedreht. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Plötzlich kriegen wir so viele E-Mails und Anfragen und Rückmeldungen von unseren Hörern wie, ich glaube, in den letzten 3,5 Jahren zusammen nicht mal. Irgendwas ist hier los. Wir müssen das Stück für Stück abarbeiten. Aber jeder kriegt seine Antwort. Aber das ist schon ein Ding, wenn ich das sage. Ich muss es abarbeiten. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie eine Art von Feedback abarbeiten muss. Naja, aber ich habe auch nicht so viel Zeit. Gleich zum Beispiel gehe ich erstmal shoppen. Das kann dauern. Spätestens nächste Woche bin ich aber zurück. Vielen Dank, bis dahin, alles Gute. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de